So ein blöder Hammel, ey. Hat der einfach da alles geändert, ey. Das ist die blöde. Kommen wir mal in unserem kleinen Schiffchen da vorne mal ein bisschen zur Hilfe. Ja, also zielen muss ich wirklich noch lernen, also... Das muss ich wirklich schon sagen. Oh man, jetzt ist mein Mikro hier wieder alles verrutscht. Na super. So, nicht, dass der Arsch sich jetzt dreht. So, jetzt kann es natürlich auch passieren, dass ich in die Höhle des Löwen gerate. Ah, fuck. Ah. War doch gar nicht so verkehrt. So, jetzt habe ich natürlich nicht alle Geschütze hier auf der Seite. Ändert sich aber schon. Komm, 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 komm. Jawoll. Mann, lad doch mal schneller, ey. Dass ich mal wieder auflade. Na komm, komm, komm. Komm schon. Noch Treffer. Nicht so eine Treffer, wie ich sie mir erhofft hätte. Jetzt fliegen ja auch noch überall die Torpedos in der Gegend rum, ey. Klasse. Super, also hätte ich mir jetzt echt ein bisschen mehr erwartet, aber naja. Na gut, ja. War insofern nicht verkehrt.
So, dann wollen wir. Ja, wollen wir nochmal oder? Nee, 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 nee. Ach, was soll's. Wir ziehen einfach nochmal mit dem schönen. Ja, Battleship. Ziehen wir einfach nochmal in die Schlacht. Wie gesagt, also Wartezeit wieder ein bisschen abgekürzt. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht haben wir dieses Mal wieder Glück. Aber ich würde ganz gerne mal eigentlich mal auch mal richtig so ein Volltreffer landen, dass die. Ja. Wie gesagt, ich verstehe das teilweise nicht. Ja. Also andere Leute, die haben so ein Schwein, die schießen auch auf meinen Schlachtschiff. Die schießen drauf und. Verzeihung, ja, mein Scheißfrosch. Also ist ja ekelhaft. Nee, die ballern auf mein Schiff und ich habe auch das Schlachtschiff. So, und ja, was passiert? Ja. Die landen ein Treffer. Ein Volltreffer. Mit der kompletten Batterie. Und was ist? Mein halbes Schiff ist im Arsch. So, verstehe ich aber nicht, wie die das machen. Wenn ich die mal treffe, egal ob jetzt mit der Standardmunition oder mit der Panzerbrechenden, also da passiert gar nichts. Das ist, ja, ich weiß auch nicht. Oder? Manche Leute haben echt einfach nur so ein Dusel, ja. Das ist. Aber das hatte ich auch schon bei World of Tanks. Habe ich ja, wie gesagt, auch eine ganze Weile gespielt. Habe ich die Kamera wieder in die falsche Richtung ausgerichtet? Na klasse. Ah, Teddybär, Teddybär, dreh dich um. Ja, wie gesagt, da fragt man sich wirklich, wie schaffen die das? Dass die so einen geilen Treffer landen. Aber wie gesagt, ich spiele es ja auch noch nicht lange. Andere haben da schon Erfahrungen bis zur Vergasung gemacht, aber. Von daher. Okay. Okay. Aber wenigstens haben sich die Kanonen schon mal gedreht, ist auch nicht verkehrt. So, wir postieren uns erstmal hier und warten erstmal ab, was Schönes passiert. Wer hat angeklopft? Denn ist doch noch gar nicht. Also die Kollisionswarnung hier, also die sind doch recht nervig, aber. Concentrate fire on the designated target.
Ah, verdammt. Knapp, aber... Ah, ey. Ja, wie gesagt, das ist halt der nette Nachteil. Aber das Ding ist auch gleich hinüber. Ein richtig platzierter Treffer und das Ding ist im Arsch. Wunderbar. So, wenigstens schon mal ein Ziel. So, hier wollen wir mal um die Ecke geschossen kommen. Ist er denn da, ist er. Concentrate fire on the enemy warship. Komm, kriegst du da rum hier. Also so eine Zeit lang war es ja so, dass selbst wenn man hier irgendwelche Berge gerammt hat, hat man hier irrsinnig viel an, ja, an Schaden bekommen. Was sie ja nun mittlerweile endlich mal geändert haben. Was auch wirklich nicht verkehrt ist, weil das ist sonst echt horrormäßig. So, und was natürlich, wie gesagt, halt wirklich der richtig böse Nachteil an den scheiß Schlachtschiffen ist, wie gesagt, man kann nicht richtig ins Gefecht rein. Man muss wirklich Zeit haben, man muss rumfliegen, man muss beobachten. Ja, weil aufgrund dieser blöden langen Nachladezeit hat man sonst hier keine Chance. Ja, der riesige Wendekreis, also man sieht es ja hier. Andere Schiffe dagegen, die, ja, die wenden fast auf der Stelle. Aber das Schlachtschiff halt nicht. Tierisch lange Nachladezeit. Braucht man ja nicht von reden. So, das Schiff ist natürlich wieder irgendwo hier in die Ozeane verschwunden.
Oder ist schon jemand? Auf der Basis? Aber ich werde jetzt einfach mal groß hier setzen. Autopilot Mode enabled. Vielleicht finden wir ja auf dem Kurs noch irgendwas, was wir beschießen können. Ein kleiner Flugzeugträger oder so. Hat ja noch zwei. Ah ne, Quatsch, das sind ja die. Ach, das sind die Scheiß. Ah, okay, alles klar. Gut, dann wollen wir den Kurs mal ändern. Ich dachte, die haben noch einen Flugzeugträger, aber die haben ja überhaupt keinen gehabt. Oh. Was machen wir denn da? Guck die da. Kanon drehen. Das dauert immer. Na kommt Leute, ein bisschen was will ich auch noch mal haben hier von den Abschüssen. Wenigstens ein bisschen was. Autopilot Mode disabled. Wo ist er denn jetzt hin? Ist der jetzt irgendwas schon versenkt, ja? Na super. Oh, da hinten haben wir noch was. Der Berg da, naja. Ja gut, dann haben wir halt das Spiel jetzt mal auf die Art und Weise gewonnen. Ist zwar auch nicht so das Feine, aber so ist es halt nun mal. Was soll's. Welche Sorte hat mich jetzt hier beschossen? Mein Gott, ey. Gewonnen ist gewonnen. Was habt ihr für Probleme? So. Na, ja, wenigstens ein bisschen was bekommen. Na gut. So, das war's auch schon wieder für diesen Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Abonniert mich, falls ihr es nicht schon getan habt. Schaut auch meine anderen Videos an. Da muss ich extra nochmal drauf hinweisen. Sind ein paar Sachen dabei, die interessant sein könnten. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaltet. Wenn es mal wieder heißt Ben Hoshi und World of Warships. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.